Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich herzlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt gute Laune. Denn heute gibt's Aphelios. Ich glaube, Aphelios ist die beste Aussprache. Aphelios. Oder Aphelios, der neue Champion. Und zwar auf der Botlane als AD Carry natürlich. Ich habe den Champion gerade schon im Custom ein bisschen gespielt. Das hier ist der Skin von ihm. Das ist der Blood Moon Skin. Finde ich nicht unglaublich krass. Ist aber okay. Ja, ich werde euch soweit schon mal so ein bisschen erklären, meinen ersten Eindruck. Das heißt, wir können jetzt auswählen, worauf wir skillen. At Armor Penetration haben wir Attack Speed oder AD. Im Early Game macht natürlich AD am allermeisten Sinn. Ich denke, da sollte man gar nicht drüber diskutieren. Wir können auch schon ein bisschen schießen. Denn, ja, ne, besseres Last Hitten, besseres Poken. Attack Speed ist meist nicht so gut, kann nicht ordentlich benutzt werden. Und Armor Pen, ja, eigentlich muss man Armor Pen auch früh nehmen, aber vielleicht so AD Armor Pen. Gut, wir können am Anfang nur Waffen wechseln. Das hat einen relativ Ring Cooldown, das könnten die noch ein bisschen mehr hoch highlighten, damit man sehen kann, wann man hier ist so ein kleiner Kreis, der hier durchgeht. Das heißt, wir haben hier zum einen das Rifle, sieht ganz okayisch aus, muss ich sagen, habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt, aber ist ganz nett. Und wir haben die Pistole, die Lebensraubpistole, die hat deutlich weniger Range. Wir können sonst noch nichts, den nächsten Spell lernen wir mit Level 2. Greenscreen ist leider aus, es ist dunkel, wir wollen Strom sparen. Naja, was heißt Strom sparen? Ich habe einfach kein Licht, ich habe nur diese kleine Lampe hier bei mir, aber das ist okay. Ja, auf Level 1 können wir actually nur Waffen wechseln. Wir verbrauchen pro Schuss 1 Munition, wir haben 50. Ich habe schon meinen ersten Eindruck, den ich euch vermitteln möchte, aber ich sage das euch später. Ich habe mal Press the Attack mitgenommen. Ich denke, oh, das ist der neue Soraka-Skin, by the way. Ich denke, da muss man halt wirklich gucken, welchen Spielstil man nimmt. Fleet Footwork könnte ganz gut sein, weil der Champ keine Mobility hat. Wir haben sehr viel Range, muss man tatsächlich sagen. 650 ist sehr viel, ist so Ash-mäßig. Ich glaube, die hat auch 650. Also wir können wirklich weit schießen mit dieser Pistole. Also, oder mit dem Gewehr, muss man sagen. Das ist Dawnbringer Soraka. Sieht auch sehr cool aus. So, hier, wir sehen, unsere Ultimate kostet 100 Mana. Das Waffenwechseln kostet 0 Mana. Und hier, da sehen wir die Munition von uns so ein bisschen. Auch für den Gegner ganz nett. So, wir haben jetzt unsere Q, die können wir benutzen. Das heißt, wir machen so, zack. Und jetzt können wir auch darüber schießen direkt. Das ist ganz cool. Denn für alle, die mein Video gesehen haben, wenn ein Ziel markiert wird von einem meiner Spells, dann können wir da auf die ganze Map hit. Also poken, es klappt sehr gut, muss man sagen. Weil das Ding einfach sehr weit hier, zack. Und dann können wir da jetzt drüber schießen. Na, es ist global quasi. Das ist auf jeden Fall ganz nett, ist cool. Werden allerdings hier ein bisschen reingepokt. Geh mal weg hier. Nerv mal nicht. So, wir können jetzt auch mal. Jetzt haben wir die nächste Waffe. Die haben wir jetzt leer geschossen, die alte. Wir haben jetzt die Gravity Kanonen. Die Gravity Kanonen float. Die machen alle denselben Schaden. Und ich kann hier so ein auslösen, wenn. Wenn ich den Gegner treffe, dann kann ich ihn rooten quasi. Also, ja, ich kann dieses Zeug, was hier ist, umwandeln zu einem Root. So ungefähr. Aber wir nehmen jetzt mal die Pistole. Die Pistole sorgt nämlich dafür, dass ich ein bisschen Lifesteale. Oh, die hat echt gute Range tatsächlich. Und die kann im Nahkampf so, die schießt so ganz viel im Nahkampf. Das können wir gleich mal Waveclaim-technisch probieren vielleicht. Wobei, wenn ich das jetzt mache, dann verfehlen wir wahrscheinlich hier alle Minions. Aber wir probieren es mal. Das heißt, wir machen das und jetzt schießt er beide Waffen. Pap, 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 pap. Ist ganz cool. Da ich natürlich die Slow-Waffe als zweites habe, kriege ich zum einen Lifesteal und zum anderen slow ich den Gegner. Das sind die zwei Komponente, die ich mit dieser Waffe habe. Okay, da kommt ein Gank. Was machen wir jetzt? Wir wechseln erstmal auf die Pistole. Oh shit, ich habe die Slow-Pistole. Ist aber auch nicht schlecht. Das heißt, wir rooten jetzt den Gegner. Okay, wir sterben erstmal. Flashen raus. Ich kann hier das Lifesteal-Ding jetzt. Oh, die ist nicht gestorben, echt nicht. Okay, ich kann hier actually nichts machen. Ich hoffe, dass sie da nicht stirbt. So, wir müssen uns jetzt hoch lifestealen. Dafür ist die Waffe ganz gut. Die heilt uns nämlich immer ein bisschen. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Da kommt der nächste Gank. Das Ding ist, er klaut jetzt sehr viel XP hier unten. Ich meine, war ein guter Versuch, aber. Ja, ich konnte nicht so viel machen, actually. Eigentlich hätte das klappen müssen, aber. Wenn ich jetzt einen Schuss drauf kriege, jetzt können wir sie routen, zack, jetzt gehen wir Nahkampf und jetzt machen wir pap, sehr gut. Ne, das ist natürlich der Vorteil bei dem Champ. Man kann sehr schnell rotieren, man kann, oh, jetzt haben wir den Flammenwerfer. Der Flammenwerfer, wirft Flammen. sieht ein bisschen niedlich aus, wenn wir, oh shit, was ist hier los? Vielleicht können wir die da töten, Leute. Nice, ja, ich habe sie getötet, tatsächlich. Oh, hier geht sogar noch was, ich komme. Wobei, vielleicht komme ich auch nicht. Ja, okay, ich glaube, das war's mit mir. Okay. Was ist hier unten eigentlich los? Was ist hier unten eigentlich los? Die Frage ist, welche Itembild geht man? Ich würde sagen, wir gehen einfach. Das ist jetzt echt die Frage. Ich würde sagen, natürlich einfach so böllern. Aber vielleicht wären frühe Schuhe auch wichtig. Also, ich glaube, wir kaufen gleich als nächstes Schuhe. Denn der Champion, und das ist der erste Eindruck, hat. Oh, wie der Flammenwerfer sieht aber. Ah, okay, so geht's. Der Champion hat überhaupt keine Mobility. Er kann nicht schneller rennen. Also, doch, kann er schon mit der.
mit der Pistole, aber nur ganz bisschen. Und wenn du die Pistole nicht hast, wie jetzt zum Beispiel, dann geht das halt überhaupt nicht. Das heißt, der Champ ist total unmobil. Du brauchst also einen Supporter, der wirklich um dich rumspielt, dich umsorgt quasi. Sowas wie Lulu. Was ich merke ist, oder mein Eindruck ist, man hat zu wenig Zugriff auf die Waffen, finde ich persönlich ein bisschen. Das bedeutet, eine Q zu benutzen kostet 10 Munition und ein Schuss kostet 1 Munition. Das hier ist ganz cool für Wave Clear, aber, also es ist wirklich cool für Wave Clear, aber man muss sagen, ich würde jetzt zum Beispiel gerne eine andere Waffe haben und um diese zu bekommen, muss ich jetzt 15 Mal schießen. Also man muss, so, wir packen wieder einen Punkt in den AD rein, man muss wirklich die Waffen leer schießen und ich persönlich finde, das ist mein Ersteindruck, dass das zu lange dauert. Ich würde schneller gerne entscheiden können, welche Waffe ich habe, aber das geht nicht. Das ist immer so eine langfristige Entscheidung. So, wir können jetzt mal hier ein bisschen Feuer machen. Jetzt haben wir wieder das Gewehr, das ist cool. Zack, ah ne, wir haben jetzt diese Bumerang-Waffe, die ist auch cool. Die können wir immer, sobald, also die ist, je näher wir am Gegner dran sind, ist die besser. Und wir können damit einen Turm stellen. Das heißt, wir können jetzt einen Flammenwerferturm mal hinstellen. Zack. So, was habe ich hier für eine Waffe? Oh, die Gravity-Kanonen. So, jetzt wechseln wir wieder, machen Feuer. Oder auch nicht. Das war das Rifle. Guck, da kommt man schnell durcheinander. Flammenwerfer war ja leer. Oh, wenn ich sie einmal treffe, dann könnte ich... Ah, da kommt aber der wieder hier. Jetzt kommt... Na, okay. Na, meint. So, na, das ist, man merkt schon, das ist, man muss es wirklich immer ein bisschen im Blick haben, welche Waffen man tatsächlich hat. Vor allem, na, man weiß jetzt nicht, was ist das hier für ein Icon. Na klar, wenn du es ein bisschen gespielt hast, dann weißt du es, aber jetzt gerade, so, wir machen den, da machen wir den. Man könnte natürlich auch den Gegner markieren und dann die Waffe wechseln. Macht das Sinn? Vielleicht. So, wieder ein Punkt in AD und noch ein Punkt in AD, okay, und noch eine, habe ich die ganze Zeit nicht gelevelt oder was verbuggt? Okay, was passiert hier, was können wir machen? Können wir irgendwas machen? Wir können die Waffe wechseln und einen Turm stellen. Das ist das Einzige, was wir machen. Guck mal, also da haben wir schon gemerkt, aber vielleicht kriegen wir die. Komm schon, gib mir. Hier ist ein Turm. Hier ist ein Turm. Hier ist ein Gravity-Turm. Ja, ne, aber da könnt ihr ganz klar sehen. Also mobility-technisch ist der Champion eine absolute Katastrophe. Deswegen wird er auch nicht in der Midlane viable sein. Also wir haben halt wirklich nichts. Das Einzige, was Mobility ist, ist das hier. Das habe ich jetzt gerade bekommen. Das kann man so ein bisschen benutzen, weil dann läuft man schneller. So ein bisschen, ganz kurz. Aber das ist auch wirklich alles. Und ja, ich denke mal, also es ist schon ein cooles Design, aber es... Es wäre flüssiger, wenn man mehr Zugriff auf die Waffen hätte, finde ich persönlich. So ist es einfach ein Runterschießen der Waffen und dann kriegst du halt eine neue, Ich finde, man sollte entscheiden, okay, ich brauche jetzt diese Waffe und diese auf der Second-Waffe. Es braucht eine Methode, womit die Waffen schneller leer gehen, finde ich. Vielleicht habe ich auch einen falschen Eindruck vom Champion aktuell. Aber ich finde es ein bisschen zäh. Bisschen zäh, ehrlich gesagt. So, wir haben jetzt dieses Wurfteil immer noch. Das Türme stellt. Und auf den anderen haben wir die Lifesteal-Pistole. Die Lifesteal-Pistole würde ich eigentlich immer auf Second halten. Das ist, glaube ich, gut. Die ist wirklich sehr, sehr gut, vor allem, weil die Attacke sehr stark ist. Oder halt die Slow-Waffe, die ist auch nicht verkehrt. Boah, so Rakan-F, ich sollte eigentlich mal Heal Reduce kaufen. So, was können wir machen? Eigentlich können wir... Ich könnte natürlich jetzt zum Beispiel einen Lifesteal-Turret stellen. Das ist auch nicht schlecht. Der Turret ist nämlich immer davon abhängig, was ich gerade als Second-Waffe habe. Und hier sehen wir auch, je näher ich am Gegner dran bin, umso schneller geht das Ganze, ne? Also hier, da geht das schon. Oh, da müssen wir ja längst ein bisschen aufpassen. Hier ist ein Turm. Hier ist Heilung. Jetzt machen wir pap. Das macht übel Damage. Ich gehe mal kurz raus. Und jetzt haben wir nämlich noch einen Flammenwerfer. Fap. Und schön. Und jetzt werfen wir wieder. Jetzt wechseln wir wieder. Und jetzt geht's gleich wieder los. Ich weiß nicht, ob ich rankomme, aber... Pap. Flammenwerfer. Also ist schon cool. Muss sagen, ich bin überrascht von meinem Damage. Aber es... Das Gameplay ist so ein bisschen draufhalten und betenmäßig. Weil du kommst halt nicht weg. Das Einzige, was du machen kannst, ist den Gegner töten. Hier ein bisschen Feuer für dich. Der Flammenwerfer... Ja, ich will jetzt auch nicht... Es ist halt ein Zauberflammenwerfer, aber der brutzelt mir nicht genug, wenn ich ehrlich bin. Könnte gerne ein bisschen mehr brutzeln. Kann man das hier auch auf dem Turm machen? Bap. Sieht schon gut... Das hier gefällt mir sehr cool. Sehr nice. So, jetzt die Gravity-Kanone. Die ist halt... Ja, die ist nicht schlecht. Der Root ist schon gut, aber... ja... Ganz begeistert. Also, nee, der Root ist sehr gut, aber ich glaube, ich will ihn jetzt zum Beispiel nicht haben. Das ist, was ich meine. Ich will ihn nicht haben, aber ich kann den jetzt nicht schnell wechseln. Die einzige Methode, ihn schnell zu wechseln, ist jetzt ganz auf Q zu machen. Wobei, wenn ich jetzt schießen könnte, wäre es nice, weil jetzt könnte ich zum Beispiel sie rooten. Aber bringt mir das was? Die killt mich gleich. Oh, die springt jetzt. Oh, die Kitty hat keine Ult, sehr gut. Gut, wir müssen back.
Wir brauchen definitiv Schuhe. Vielleicht sogar die ultraschnellen Schuhe. Die Frage ist natürlich auch, hier sehen wir, achso, nee, sehen wir nicht, beim Level-Up. Wir haben jetzt alles in AD investiert. Das sind immer 4 AD, die man bekommt. Wir haben hier super viel. Wir haben plus 84. Das ist turbo viel. Aber, ja, halten wir das so? Oder sollen wir ein bisschen mehr in Attack-Speed gehen? Oder ein bisschen mehr in Armor-Penetration? Vor allem, also ich denke mal so, Attack-Speed, Attack-Damage ist ein Ding. Das kommt natürlich auch auf den Item-Build an. Ich hätte halt gesagt, es kommt halt auch auf die Waffe an, aber da du eh alle Waffen hast, du kannst dich nicht nur auf eine Waffe spezialisieren so richtig. Also klar, man kann so ein paar Stärken rausarbeiten, aber ich würde sagen, wir gehen full auf Arm, auf AD und Armor Pen. Ich würde sagen, das ist der Way. Oh nice, da muss ich jetzt, wir machen jetzt das hier, jetzt können wir sie routen. Zack, und jetzt gehen wir in Nahkampf. Pop, 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 geschreddert. Lol, wo ist die Kaiser hin? Die ist ja explodiert. Nicht mal Assist bekommen, aber ist okay. Na, dafür war der Root wieder nett. Und jetzt schießen wir das Ding leer. Ach, wir haben übrigens meine Ulti, habe ich noch gar nicht benutzt. Ich bin ein kompletter Troll. Aber wisst ihr, warum ich die nicht benutzt habe? Hatte ich die vorhin schon? Bestimmt, oder? Oh, ihr guckt, die Waffe fühlt sich echt cool an, muss ich sagen. Die fühlt sich sehr cool an. Hier beim Turm können wir das testen. Weil ich die Ulti nicht gelevelt habe. Die levelt sich automatisch, deswegen habe ich nicht dran gedacht. Hier, wenn wir richtig nah dran stellen, können wir das Ding richtig oft benutzen. Guckt euch das an. Das ist cool. Wir können auch hier so einen Turret hinstellen. Der schießt auch noch ein bisschen. Sehr cool. So, und jetzt haben wir wieder das Rifle. Das Rifle geht übrigens sehr weit, also schon sehr weit. Wie schnell fliegt das Ding? Gucken wir mal, kurz. Papp. Ja, so ein bisschen Niederlehsperrmäßig. Ne? Bisschen Niederlehsperrmäßig. Und wir könnten halt sagen, wir machen so. Und jetzt wechseln wir die Waffe und schießen damit auf den Gegner. Das war, was war das? Ach, das war dieses Werfding. Das könnte man halt sehr gut, wir machen jetzt Ammo Pen, Leute. Das könnte man halt sehr gut kombinieren mit der Gravity Kanone. Wenn wir die Gravity Kanone haben, also wir schießen das. Wechseln dann, hier, ich kann sowas auch. Wechseln dann auf die Gravity Kanone schießen. Oder, beziehungsweise, ja, können den Gegner routen. Hier für dich. Okay, never mind. Also, ideenmäßig ist das schon cool. So, Schuss. Schuss. Kuh. Oh, das ist der Flammenwerfer. Guck mal, der hat sich jetzt schnell. Wir machen jetzt mal die Ultimate. Aber mit dem hier. Ultimate. Kartung! Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber es geht los. So, wir wechseln nochmal. Was habe ich hier? Also, Leute, fragt mich nicht, was passiert ist. Ich habe. Hier muss man natürlich jetzt sagen. Man könnte sagen, wow, this Tobi so good, he genau gewusst, what he have to do. Aber im Endeffekt, also ich wusste gerade überhaupt nicht, welche Waffe ich hatte, sind wir ehrlich. Und das habe ich so ein bisschen, was heißt befürchtet, aber ich glaube, Ophelias zu spielen, Ophelias dezent zu spielen, ist relativ einfach. Also es ist nicht so unglaublich schwer, wie man sich das vielleicht, wie viele YouTuber, wie vielleicht ich auch das dargestellt habe. Ich habe ja extra gesagt, entweder der Champ ist super schwer oder super einfach. Eins von beiden. Ich könnte jetzt dahin, aber, naja. Bap, bap, bap. Das gefällt mir am meisten. Das ist richtig cool. Das ist wirklich, wirklich richtig cool. So, ich bin da, Brudi. Ich kann ein bisschen was machen. Hier, Flammenwerfer und Feuer und, ja, ne? Wie viel Damage macht denn das eigentlich? 110. Also, eigentlich gefühlt gar keinen Schaden. So, wir machen jetzt mal ein bisschen mehr in Armor-Pen rein, Leute. Es muss prügeln. Da kommt ein Gang. Leute, ich appreciate, dass ihr alle ganken wollt, aber ich würde auch ein bisschen alleine gerne spielen. Ich spiele natürlich jetzt gerade mit ein paar Premates. Kami-sama, Windblade, der ist random und Kelastia. Na, der ist ein Premate. So, wir gönnen jetzt. Ich denke, Lifesteal ist überbroken auf dem Champ. Ich könnte mir vorstellen, dass First Item Lifesteal sehr stark ist. Und weil wahrscheinlich jeder andere auf Crit geht, gehen wir jetzt mal auf Lifesteal tatsächlich. Ich glaube, das ist wirklich stark, weil dieser Champ ist wie Draven. So ein bisschen. Wenn Draven kann nicht wegrennen. Also, er kann schon weg. Er ist besser im Wegrennen als Ophelias. Aber Draven ist so ein Champion, der steht einfach und betet, dass die Gegner sterben. Weil er einfach so viel Damage hat. Und so ein bisschen fühlt sich Ophelias auch an. Einfach dastehen und Gegner töten. Nicht wegrennen, sondern böllern. Wir probieren das aus. Vielleicht auch sowas wie Trinity. So, was machen wir jetzt? Was haben wir für eine Waffe? Wir haben die Waffe, die ist sehr cool. Und die Gravity Gun. Die ist auch nice. Also, die ist okay. Ah ja, also, ne? Die ist. Ach, ich inte doch. So, was können wir machen? Guck mal, das hier ist eine Trap. Da machen wir jetzt die. Passt auf, wir probieren aus. Wir machen die Ultimate da rein. Jetzt routen wir die Gegner, jetzt wechseln wir und jetzt machen wir bap, 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 die Schneedreise, Schnellse. So, jetzt wechseln wir wieder. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich die Gravity Cannon und das hat gepasst. Hier kommt allerdings noch der Ball. Also jetzt machen wir so. Zack, routen den. Klatsch. Wechseln. Greifen an. Greifen. Schießen nochmal die Q hinterher. Und schießen. Und schießen. Und schießen das. Und jetzt können wir wechseln. Oh, ich habe sie geroutet, glaube ich. Und ich habe geintet. Ich wollte aber unbedingt den Root sehen. Ja, ich habe geintet. Ich gebe es zu. Okay, da bin ich selber ein bisschen durcheinander gekommen. Weil ich nicht mehr wusste, ob ich die Waffe auf der Main Hand haben muss, auf der Second Hand. Bisschen geintet, gebe ich zu. Idee war aber cool.
Ja, die Ultimate ist auch, ich meine, es ist alles so ein bisschen Stern und Staub und Plasma. Ich finde, das scheppert nicht genug. Mein Feedback ist, das scheppert nicht genug. So, die Frage ist, was scheppert denn? Was kaufen wir? Ich glaube, ganz ehrlich, wir brauchen kein... Wir brauchen kein Attack, Speed. Erstmal, hätte ich gesagt. Vielleicht die einzige Waffe, wo ich Attack... Ich meine, ja, Attack Speed könnte auch fein sein. Könnte auch gut sein. Möchte ich jetzt nicht anzweifeln. Nee, könnte gut sein. Aber die Spells funktionieren alle über Attack Damage. Oder auch über AP. Über AP, das hier macht sogar auch Damage. 110, das macht immer 110 Damage. Also 110 Damage ist nicht viel, möchte ich sagen, für Level 9. Aber dafür können wir halt zweimal direkt 110 machen. Und die Ultimate macht 125. Ist alles nicht das meiste. Aber okay. So, was machen wir jetzt? Ganz normal das Rifle, würde ich sagen. Wir haben wieder Ultimate, die hat einen Cooldown von 120. Das ist auch fein. Ich meine, muss halt sagen, wir haben halt nur die Q, so gesehen. Deswegen brauchen wir auch, eigentlich können wir immer, also Mana-mäßig so, immer die Q machen. Kommen wir relativ gut hin, was Mana angeht, sage ich mal. So, der Tower ist weg. Wir haben jetzt halt ein riesiges Shield. Was ist das jetzt? Ach, meine Waffe hat sich gewechselt. So, jetzt haben wir wieder das Ding. Das ist halt im Nahkampf echt cool. Wie viel Ammo-Pen haben wir jetzt eigentlich? Steht das irgendwo? 6%. Ist nicht so viel. Oh, da oben geht was. Komm, da gehen wir jetzt hin. Wir haben die... Bei der Waffe weiß ich halt noch nicht so genau. Ja, da muss man... Man muss Crescendum als Zweitwaffe benutzen. Irgendwie so war das. Aber diese Waffe kann das nicht als Zweitwaffe benutzen. Was machen wir? Wir greifen den... Ja, komm her. Wir greifen den einmal an, routen den, wechseln unsere... Laufen einfach weg. Hier ist ein Turm. Viel Spaß. Ist mein Turm noch da? Ja, sehr gut. Okay, das fighten wir. Ja, was habe ich? Was kann ich? Was mache ich? Ich laufe. Ich habe eigentlich nur ein Flammenwehr. Hier, Feuer für dich, Gaming. Oh, wir haben nochmal. Was haben wir? Hier ist ein Turm. Ja. Feuer. No. Oh, Mann. Ja, okay, ich weiß, es war Int, Leute. Es war Int. Ich gebe zu, es war Int. Aber was soll man machen? Es war Int. Ich bin aber auch ein bisschen über... Ich meine, ich habe einfach nichts, was ich machen kann. Wenn mir jemand... Ich meine, ich habe das mit den Lee Sin geforst, aber wenn mich jemand anspringt, dann habe ich keine Hose mehr an. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Dann stehe ich da und dann denke ich mir so, okay, was kann ich machen? Ich kann den Gegner einmal routen, wie ich es getan habe. Und dann habe ich meine Ultimate. Und ich kann ein bisschen Waffen wechseln. Inferno ist jetzt nicht so Hammer. Hält sich in Grenzen. Vielleicht brauchen wir genau deswegen doch ein bisschen Attack Speed und müssen ein bisschen schneller laufen. Also das Ding gibt halt Movement Speed. Vielleicht brauchen wir einen Phantom Dancer. Vielleicht ist Phantom Dancer genau das Ding, was wir brauchen. Schneller laufen. Und ein Schild. Schneller laufen und ein Schild. Mit Blutdüster zusammen ist es gar nicht so bad, tatsächlich. Muss man sagen. Guck mal, wir können auch nicht mehr so viel in Attack Damage gehen. Wir haben schon 20 Mal da reingeskillt. 20 Mal, wirklich? Wie viele Punkte kriegt man denn pro Level ab? Wahrscheinlich kriegt man ab und zu ein paar mehr, aber... Gut, wir haben jetzt mittlerweile 242 AD plus 168. Wäre nice, wenn man sehen könnte, wie viel davon, ich schreibe mal der Irelia, dass die mal ein bisschen langsamer machen soll, damit wir das Game nicht gleich sofort over ist, weil sonst rendern die hier gleich, könnte ich mir vorstellen. So, was haben wir? Wir haben Flammenwerfer und das Ding. Das Ding ist halt im Nahkampf cool, aber der Turret, oh, der ist schwer einzusetzen, weil der auch nur sehr kurz ist. Wenn wir den hinstellen, hier, der macht jetzt zum Beispiel Wave Clear. Ist nett. Ich glaube, ich weiß aber nicht, ob ich mich hier sehe so ganz. Also das hier ist definitiv meine Lieblingswaffe. So, Flammenwerfer, also diese Pistole. Was ist das da? Ist das ein Yasuo? Yasuo, 3-4. Können wir den fighten? Komm, wenn wir jetzt... Die Lifesteal-Pistole. Komm, wir machen jetzt die... wenn der kommt, dann würde ich ihn fighten, aber nur dann. So, wir machen jetzt... Wir machen jetzt einfach... Katz, bum, bum, bum. Das ist immer fein. So. Wir haben Blutdüster. Oh, der heilt sich auch sehr gut mit dem Flammenwerfer zusammen, ne? Heilt sehr gut mit dem Flammenwerfer. Das ist fein. Das, die. So, können wir die fighten? Kann die kommen? Hier ist Feuer für dich. Das scheppert nicht genug, Leute. Das ist so... Das muss so... Das ist doch kein Feuer. Das muss so richtig... So richtig Brutzel, Schmutzel, Wurzel muss das sein. Nicht so ein bisschen hier... Das ist so... So, okay. Wir haben jetzt die Tarnbombe. Wir machen jetzt die Feuerbombe da drauf. Peng. Jetzt brennt das da ein bisschen. Jetzt machen wir... Okay, wo ist Nunu? Wo ist Nunu? Das neue Spiel. So, wir haben diese Pistole. Hier können wir zum Beispiel jetzt so machen. Jetzt können wir wechseln. Jetzt können wir mit der Waffe auf den Gegner schießen. Mit der Pistole. Ziemlich worthless, aber was soll's. So, machen wir nochmal ein bisschen Armor-Pin hier rein. Wie viel haben wir jetzt? 3% kriegen wir mal dazu. 3% ist fein.
So, was können wir mit ihr machen? So, Q. Ich glaube, ich sterbe. Okay, es geht noch. Ich habe irgendwie die Angst, dass ich gleich hier about bin, dass Diana mich slasht und smasht. Die hat auf jeden Fall Bock. Die hat locker Bock. Die hat locker Bock, die Diana. Also, potenziell Bock. Sie hätte mich schon 100 Mal anspringen können, aber... Und ich force es auch, ehrlich gesagt. Aber jetzt könnten wir mal ein bisschen hier machen. So, jetzt wechseln wir und jetzt wird gescheppert. Ja, scheppert noch nicht so richtig krass. Wir müssen hier raus. Also... Ja, ja. Also ich muss sagen, da ist... Ja, also... Ja, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht enttäuscht klingen, aber ich habe mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Es ist nicht so cool, wie ich dachte. Also es sind ein paar wenig Spells. So, Auto-Tech, Q, Q und tot. Ich meine, das ist ein Assassine. Man kann nicht erwarten, dass wir einen Assassine töten. Und Soraka ist richtig räudig. Ja, das erwarte ich jetzt nicht. Diese Erwartung habe ich nicht. Wobei wir relativ big sind mit 9,5, aber... Klar, unser Item-Bild ist auch ein bisschen weird. Aber... Bin ein bisschen enttäuscht. Auch wo ich das im Custom-Game schon getestet habe. Ja, was... Da kommt nicht so richtig viel. Also... Zum Beispiel in dem Fight jetzt gerade. Lass uns mal, was hätte ich gerne? Lass uns mal Verbesserungsmethode. Habe ich ja schon ein bisschen gesagt, aber in dem Fight gerade hätte ich es richtig cool gefunden, wenn ich die Nahkampf-Shepper-Waffe gehabt hätte. Bedeutet diese Bumerang-Kanone. Also nicht diese Drehschneise, sondern einfach dieses Bumerang-Ding mit richtig viel Tech-Speed. Das hatte ich gerade am liebsten gehabt. Aber das hatte ich halt nicht ausgerüstet und ich... Es ist jetzt auch nicht so, okay, ey, noch 3 Auto-Tags, dann hast du die, so überlebe und kite, sondern, hey, mach 38 Schuss mit dem komischen Plasmawerfer oder 27 hiermit. Ich meine, Livestream wäre auch cool gewesen, aber, also, Verbesserungsvorschlag in Praxis, das war Theorie. Aphelios braucht einen Spell, der die Waffen entlädt. Das bedeutet zum Beispiel, hey, wenn du so lange nicht angegriffen wirst... Oh, die Gegner haben Baron gemacht. Das ist aber gut, wenn die ein bisschen reinkommen. Das ist sehr gut, weil... Dann kann ich so ein bisschen gucken, wie der Champ im Late Game ist. Wenn Aphelios für 3 Sekunden nicht angegriffen wird... Zum Beispiel, weil du gerade wegrennst von dem Gegner. Oder so, oder wenn Aphelios... Machen wir es anders. Nicht angreift für 3 Sekunden oder 2. Dann entlädt sich, solange wie die Waffe wie der Spell aktiv ist, seine Munition jeweils um 2 pro Sekunde. Oder 3 oder 4 oder 5. Das wäre eine coole Idee. Finde ich. Hey, jetzt drückst du auf den Spell, rennst vom Gegner weg und du kriegst dann jetzt hier gleich eine andere Waffe. Und das Bild ist viel zu klein. Ich meine, ich kann es schon sehen, aber... Also es ist der Flammenwerfer, aber wenn es mitten im Gefecht ist... So, dann... Hier, die Waffe fühlt sich nicht gut an, auf Range. Ist aber auch eine Nahkampfwaffe, von daher... Was soll's, hier. So, Bonus-Armor-Pen nehmen wir. Oh shit, was ist denn hier los? Ich bin raus. Wobei, da unten sind Mates, oder? Ne, ist nur Ding. Ist nur Lulu, muss ich leider verkaufen. So, wir sollten vielleicht auch mal groupen jetzt mit dem Team. Wir sollten jetzt mal gucken, ob wir Teamfights machen. So, hier ist die Gravity-Kanone. Bluetooth, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir Infinity Edge kriegen. Wir müssen natürlich sehen, wie AD Carry lastig der Champ ist. So, was können wir hier machen? Wir können hier einen Slow auf den Gegner bringen, beziehungsweise einen Root. Wie viel slowt die Kanone denn eigentlich? 30% über 3 Sekunden ist super krass. Über 3,5 Sekunden 30% ist super krass, Leute. Hab aber ein bisschen Angst hier. Könnte natürlich die Bombe dahin werfen und eine Slowbombe. Machen wir. Ultimate und Q. Gerootet. So, jetzt noch ein Turm hin. Das ist halt alles. Jetzt kann ich nur angreifen mit der Waffe, die ich habe. Die nett ist, aber... das ist halt everything. Ich könnte nochmal hier so einen Root auf den Gegner bringen. So, rooted und jetzt die Waffe wechseln und jetzt im Nahkampf Crescendo. Ja. Ja. Da jetzt gerade wäre der Flammenwerfer cool gewesen, den ich jetzt genau bekommen habe. Noch keinen Schuss gemacht. Ich meine, wir müssen natürlich ehrlich sein, das ist, der PBE. Es ist ein neuer Champion. Dass das nicht direkt alles in der Praxis klappt, so wie man es vielleicht möchte, ist der eine Sache. Und vielleicht, ich muss sagen, ich habe ganz am Anfang gesagt, boah, der neue Artox, wo der gereworked wurde, der war unglaublich clunky. Unglaublich clunky. Also, so, der hat sich übel nicht gut angefühlt und der war danach broken. Alle haben gesagt, der ist total clunky. Und der war übel broken, ist übel broken. Also manchmal trügt auch der erste Eindruck. Das ist ja nur meine Meinung. Kann ja sein, dass andere... Ich meine, ich stehe 10-6, ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ich bin jetzt nicht 0-10 oder so, aber irgendwie... Ja. Ich will die Pistole haben. So, wir können jetzt, guck mal, wir machen die Gravity Gun jetzt leer. Ach, kann ich... Guck mal, ich kann die nicht mal leer machen, weil das geht nur, wenn ich einen Gegner angeschossen habe. Mit der Waffe könnte ich jetzt zum Beispiel einfach so ein bisschen das leer machen schon.
Hier muss ich jetzt erstmal das wegbenutzen. So, jetzt haben wir das Rifle. Das ist cool. Das Rifle ist nett und cool und ich glaube, ich sterbe. Okay, ich lebe. So, ich bin aber fast tot. Wir haben aber Lifesteal. Wir haben Lifesteal. Was können wir machen? Actually, können wir nur hier einen Schuss machen? Können jetzt mal mit der Flammenkanone... Okay, was machen wir? Wir machen hier ein bisschen Feuer. Müssen aufpassen, dass Diana uns nicht tötet. Fühlt sich so ein bisschen wie Caitlyn an mit der... Hier, das ist cool. Zack. Ja, okay. Ging auch nicht so weit, wie ich dachte. Wie weit geht die Ult? Sehr weit, aber machen wir das. Wir schießen... Wir machen einfach mal AD-Carry schießen nur, Leute. Hier, zack. Einfach mal AD-Carry-mäßiges Schießen. Oder schlagen mit der Pistole. Na, ist ja... Okay, ich glaube, für AD-Carry vielleicht auch ein bisschen... Vielleicht müssen wir mehr in Attack-Speed reinvestieren. Ich habe jetzt einen Armor-Pen. Vielleicht müssen wir mal mehr... Ich habe halt gedacht, wir holen uns ein bisschen Attack-Speed aus dem Item-Build. Kann man natürlich machen. Da müssen wir jetzt noch... Oder sollen wir halt mal... Ich meine... Ja, komm, machen wir mal ein bisschen Attack-Speed rein. Bisschen. Ach so, man kriegt alle Stats auch pro Level. Das heißt, ne, irgendwann ist das einfach voll. So, was können wir hier machen? Gar nichts. Cool. Wir haben unser Flammenwerfer. Zack, zack. Oh, der macht aber Schelper-Schaden. Der hat geprügelt. Schwöre auf Prügelschaden. Hä, so viel macht er doch gar nicht. 200 steht da. Ach so, und then attack with your jede Waffe. Okay, das ist schon cool. Man schießt und dann greift er mit jeder Waffe an. Hier, Feuer. Ja, ist okay. Ist, oh, bei dem war es okay. Was können wir hier machen? Gar nichts, glaube ich. Ich habe den Flammenwerfer. Jetzt nochmal ein bisschen Feuer. Und jetzt hier. Draufhalten und prügeln. Und flashen. Ja, ich meine, hier muss man ehrlich sein. Wir sind jetzt, hier sind drei Gegner, ne? Wir sind, ja, ich meine, wir haben auch zu dritt, aber ein Damage-Dealer, zwei Tanks. Wir sollten, lass mal gucken, schreibe ich hier rein. Aber ich finde das sehr gut, dass wir das testen können alles, ne? Ich krieg zwar nur auf die Fresse gerade, aber wir können das so ein bisschen austesten und lotsen. So, jetzt habe ich auch Infinity Edge. Das heißt, niemand kann sich beschweren, dass ich jetzt hier kein AD-Carry-Build habe. Vielleicht sind aber auch so Items wie Trinity cool. Oder Rageblade vielleicht. Rageblade könnte actually sogar ein Ding sein. Er hat AP-Scalings. Und er ist so ein Da-Da-Da-Da-Da-Champion. Ne? Leider haben wir alle Türme fast kaputt aus dem Botlane Tower. Und Ultimate, die Soraka, ich brauche auch hier Reduce, Leute, als allererstes. Die Soraka fuckt halt übel krass ab. Hätte ich schon früher kaufen müssen, aber ich bin gerade zu sehr beschäftigt mit anderen Dingen. So, diese Waffe. Other abilities that use Crescendo create temporary Chakram, which deal bonus damage. Bedeutet, wenn ich jetzt diese Waffe benutze, dann benutze ich Chakram. Ich bekomme jetzt irgendwie... Ja, ich habe hier gerade so ein Ding geworfen oder so. Hier, oder ist das das, was ich jetzt um mir rum habe? Ich glaube, das ist das, was ich um mir rum habe, oder? Kann das sein? Wir testen das nochmal hier fix. So, jetzt habe ich hier zwei von denen, weil ich nur zweimal getroffen habe. Ach so. Und was machen die dann? Deal Bonus Damage when a failure attacks. Okay, cool. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Das ist cool. Allerdings ist die Waffe jetzt auch schon wieder leer. Die beste. So, hier können wir ein bisschen schießen. Ich meine, wir haben jetzt nicht turbo wenig Attack Speed. Ne? Das könnte ein bisschen mehr sein, aber ist jetzt nicht so, dass wir gar keinen Attack Speed haben. Wir haben 147, das ist nicht bad. So, da ist Diana. Wir müssen natürlich, habe ich gerade mein Ultimate gemacht, wahrscheinlich auch nicht. Wir könnten hier eine... Ich will jetzt aber, lass mal groupen, ich will jetzt nicht schon wieder throwen. Lass mal wie ein ADK spielen. So ein bisschen Positioning-mäßig. Weil das Ding hier ist halt alles, nur nicht ADK. Das Ding ist halt eher, ja, weiß ich nicht. Scheppern und schlagen. So, okay, hier geht's los. Zack, zack. Natürlich auf Range, nicht so geil. Hier machen wir mal gar nichts. Wir könnten jetzt den super schnell kaputt machen. Wenn wir uns richtig nah dran stellen. Bap, bap, bap. Okay, ja, geht. Es hält ihn ganz. Wir können noch einen Turm machen. Ich glaube aber, der Baron hier ist keine gute Idee. Ich glaube, ganz ehrlich, das Ding ist keine gute Idee. Lass das mal nicht machen. So, was wir jetzt machen können, ist die Ultimate. Die da trifft und jetzt Dark rooted. Und jetzt gehen wir hier hin, machen den Turm. Und jetzt drücken wir hier. Und jetzt sind wir tot. Aber auch hier fehlt wieder jemand. Darius fehlt. Der war... War der tot? Darius ist nicht unser Mate, ne? War der tot oder... Es kann sein, dass der tot war. Ich bin halt zu frontierlastig. Ich bin kein Bruiser. Aber meine Spells sind Nahkampf teilweise. Der Flammenwerfer hat nicht Giga 4 Range. Die eine Wurfwaffe ist nahkampflastig. Die Pistole ist... Der Spell ist super nahkampflastig und hat wenig Range. Die einzige Fernkampfwaffe ist das Rifle, die wirklich viel Range hat. Alles andere ist sehr nahkampflastig. Deswegen denke ich, ist Blutdürster Phantom Dancer schon der richtige Bild, aber... Oder sollen wir eine Varmox kaufen? Das Ding ist, dieser Champ ist ein... Sowas wie Lucian.
Das ist sowas wie Lucian, außer wir haben die... Wie viel Range hat denn das Teil hier? 550 ist okayisch. Ist nicht giga viel, geht aber auch weniger. Macht aber auch kaum Damage. Also halt nur bisschen Rooten Flaces, aber vielleicht sollten wir einfach im Fernkampf bleiben und Auto-Attacken. Da frage ich mich dann aber wieder, dann bringt das nichts mit diesem ganzen Waffendesign, wenn ich nur eine Waffe halte. Ja, yeah, was können wir hier machen? Auto-Attack und Root. Und jetzt gehen wir in Nahkampf und machen hier Bap. Das ist okay. Im 3 gegen 1 ist es fein, kann man sagen. So. Da-da-di. Man muss natürlich auch gucken, welche Ultimate ist die beste. Das hier ist natürlich eine gute Slow-Ultimate. Ich weiß gar nicht, was die Ultimate hier macht. Ach, die macht auch diese... Die ist sehr gut zum Damage machen. Damit kann man nämlich, ja, die ist auch nicht schlecht im Teamfight. Gerade die ist gut, wenn viele Gegner da stehen. Aber der Flammenwerfer ist auch. Okay, seht ihr, jetzt machen wir schon... Damage-mäßig können wir jetzt ein bisschen prügeln. Das ist schon nicht verkehrt. Boah, aber hier Retour jetzt gleich jetzt. Ich habe auch Mana-Flow mitgenommen. Hätte man, glaube ich, nicht machen sollen. War Quatsch. Ich dachte, dass es ein bisschen anders wird, aber war Quatsch. So, was machen wir jetzt hier? Wir schießen einfach. Ja, das geht halt auch. Das sind ja so Spieler, das kann man machen. Ich meine, wir könnten jetzt halt einfach auf Rifle sein und einfach nur die ganze Zeit solche Kugeln schießen, aber... Erstens ist die gleich leer und dann sind wir gefickt. Vielleicht müssen wir es halt preparen, die Waffe für Teamfight nehmen und dann auf die Second Hand gehen. Aber die ist jetzt gleich leer, deswegen schießen wir die mal fix leer hier. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen jetzt... Was haben wir für eine Waffe? Wir nehmen jetzt mal Flammen... Naja, Auto-Tech. Wie weit geht die Ultimate? Schon weit. Hier, Ultimate. Ja, okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir sind ziemlich durch hier. Die Gegner sind alle tot. Mach nochmal einen Punkt ins Auto-Tech-Speed rein. Ich meine, es ist halt auch Vorbereitung bei dem Chat, ne? Da musst du halt sagen, okay, für den Teamfight gleich schon mal Rifle vorbereiten. Aber ich finde, da fehlt einfach dieser Entladespell. Der fehlt mir, ganz ehrlich. Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr denkt. Was ihr... Vielleicht sagt ihr, okay, hey, nee, Tobi, du dies, das und da, dies, das. Vielleicht sagt ihr aber auch, nee, ja, bin voll deiner Meinung. Ich fand's ein bisschen lahm. Aber es ist halt ein AD-Carry. AD-Carry sind meistens ein bisschen lahm. Damit meine ich nicht den Movement-Speed, sondern die spielen halt ein bisschen ruhiger so. Ne, so ein Twitch, der farmt sich auch erstmal hoch. Aber irgendwann knallt der halt komplett durch. Ja, das war's. Ich verabschiede mich. Vielen Dank dafür. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Miau, miau.